So, meine lieben Aktienfreunde, 3 Dividendenaktien mit Rabatt gibt es wieder vom Aktienfinder für euch. Eigentlich sind es sogar 6, wenn ich ehrlich bin, weil wir haben es einmal auf YouTube und dann haben wir hier auch nochmal Dividendenaktien mit Rabatt hier bei unserem Premium-Content. Und das ging ganz neu live gestern, da haben wir dann auch nochmal 3 Dividendenaktien mit Rabatt drin. Ich mache jetzt aber drei andere Aktien, weil es gibt einfach immer relativ viele Kaufgelegenheiten für Freunde von Qualitätsaktien. Da geht es ja auch hier um Qualitätsaktien, die momentan mit einer außergewöhnlich hohen Dividendenrendite zu haben sind. Deshalb gibt es hier und dann auch Top 30 Dividendenaktien mit Rabatt. So, dann mache ich das auch wieder zu. An der Stelle noch keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Und ich fange jetzt gleich mal mit der ersten Aktie an. Also hier rein. Und hier habe ich mir jetzt 3 Aktien rausgeholt. Das sind nicht die 3 Aktien, die ich euch vorstellen werde mit Rabatt. Das sind aber 3 Industriegasehersteller und es geht hier um Air Products und Chemicals mit einer Dividendenrendite von 3,1%. 3,1%, wir gehen in den Dividendenalarm rein, ist deutlich mehr, wie ihr hier sehen könnt, als es in der jüngeren Vergangenheit gab. Geht hier bis 2013, könnt noch weiter zoomen und dann in 2012 gab es mal mehr. Aber ihr seht, die Dividendenrendite ist richtig stark hier angezogen. Vor kurzem gab es gerade noch 2%, jetzt eben 3,1%. Was ist passiert? Abverkauf. Wir haben hier übrigens einen Dividendenaristokraten. Das ist ein Dividendenaristokraten mit 42 Jahren Steigerung am Stück. Und in der Vergangenheit hat Air Products & Chemicals die Dividende um 10% jährlich gesteigert im Schnitt. Jetzt haben wir hier, sehen wir eindrucksvoll, den Abverkauf. Wenn wir hier Year-to-Date machen, sehen wir ihn auch relativ stark. Innerhalb eines Tages hat die Aktie 16% fast verloren. Warum? Das hier ist der 5. Februar und am 5. Februar gab es Quartalszahlen zum ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres und da hat das Management die Erwartungen zurückgeschraubt für das laufende Geschäftsjahr. Man hat gesagt, der Gewinn, der bereinigte Gewinn, also das hier, soll jetzt nicht mehr zwischen 12,80 und 13,10 US-Dollar sein. Ihr seht, die Analysten schätzen 12,37. Vorher hieß es 12,80 bis 13,10, sondern soll zwischen 12,20 und 12,50 liegen. Also das auch jetzt, was die Analysten schätzen, ist also alles schon angepasst hier. Trotzdem wäre das ja noch ein Wachstum, wie man hier schön sehen kann. Man kann auch schön sehen, dass die Dividenden durch den bereinigten Gewinn gedeckt sind. Jetzt große Unsicherheit, wenn ich den freien Cashflow einblende, der ist nämlich negativ und zwar sehr stark negativ. Ach, vielleicht noch eine Sache, warum hat das Management den Ausblick zurückgeschraubt? In erster Linie wegen eines schwachen Asien-Geschäfts, wegen China. Aber allgemein, wie ihr hier seht, haben wir weiteres Wachstum. So, warum ist der freie Cashflow negativ? Die Ursache haben wir hier analysiert in unserer Aktienanalyse, auch im Premium-Content, das war jetzt Mitte des letzten Jahres. Und zwar haben wir hier einen Marktführer bei Wasserstoff vor uns mit Air Products and Chemicals, dem Marktführer, seht ihr hier. Allerdings noch bei grauem Wasserstoff, das ist der Wasserstoff, der nicht ganz umweltfreundlich hergestellt wird. Besser ist der blaue und ganz ideal wäre der grüne. Und damit Air Products and Chemicals auch Weltmarktführer bei blauem und grünem Wasserstoff wird, dem die Zukunft gehören soll. Ihr wisst ja, die Zukunft ist grün. deshalb wird sehr viel Geld in die Hand genommen, haben wir hier alles analysiert. Und es ist ja natürlich wichtig, Air Products and Chemicals lässt sich das einiges kosten, um hier eben entsprechend Weltmarktführer zu werden. Und das sieht man jetzt hier in der Bilanz auch. Hier sieht man es auch in der Bilanz und hier natürlich explizit am freien Cashflow. Ihr müsst daran glauben, dass dieses Unternehmen oder diese Investitionen von Erfolg gekrönt sind. Dann ist es ein Invest, kann es für euch ein Investment sein, andernfalls natürlich nicht. Ich gehe davon aus, und ob die Dividenden jetzt dann weiter steigen, erstmal gehe ich davon aus, dass die Dividenden nicht mehr um 10% erstmal steigen werden jährlich, weil wir eben die Belastung des freien Cashflows haben. Und ob dann die Dividenden wieder dynamisch steigen werden später, ja oder nein, oder ob sie sogar gesenkt werden, hängt natürlich vom Erfolg dieser Investitionen ab. Was hier auch noch interessant ist, ist der operative Cashflow, den könnt ihr hier auch sehen. Und ihr seht,
Der ist zwar jetzt auch ein bisschen zurückgegangen in den letzten Jahren oder hat sich schlechter entwickelt als der bereinigte Gewinn, ist aber nach wie vor deutlich höher als der freie Cashflow. Warum sage ich das? Weil hier so eine Schere auseinandergeht und das seht ihr ganz klar, dass der negative freie Cashflow kein eigentliches Cashflow-Problem ist des operativen Geschäfts, sondern dass es hier einfach da, dass einfach hier die Investitionen massiv ausgeweitet wurden. Okay, jetzt gehen wir mal zu den Multiples rein und dann sehen wir hier, dass nach dem jüngsten Kurssturz mit einem bereinigten KGV von 19 die Aktie deutlich günstiger bewertet ist, als sie hier in der jüngeren Vergangenheit, als es in der jüngeren Vergangenheit der Fall war. Wir haben hier übrigens ja auch die Aktie bewertet und das seht ihr, dass damals der Aktienkurs noch, also Mitte letzten Jahres, noch über dem fairen Wert lag. Aktienkurs schwarz, fairer Wert hier diese gestrichene Linie, braun gestrichene Linie. Dennoch war bereits hier eine positive Renditeerwartung, wenn man nur lang genug die Aktie halten würde, hier bis 2025 zu sehen. Jetzt haben wir hier aber den Kurssturz. Und dann haben wir jetzt einen fairen Wert und zwar blende ich den jetzt auch gleich wieder ein. Also wir haben hier den fairen Wert auf bereinigten Gewinn, hier ist er, und einen fairen Wert bereinigt, zoomen wir rein. Und hier seht ihr jetzt, die Analyse war irgendwo hier gewesen, sage ich mal, Mitte des letzten Jahres. Und da war der faire Wert also noch, war die Achse noch überbewertet. Jetzt haben wir hier den Kurssturz und jetzt ist die Achse tendenziell eher unterbewertet. Wir haben hier bereits niedrigere Prognosen drin, also die sind schon gesenkt worden. Und ich würde jetzt auch einfach das Ganze hier lassen, so wie es out of the box ist. Und dann gehen wir bis 2025, hin wir aufs Jahr eine jährliche Renditeerwartung von 21% bis hier, inklusive der Dividende. Und das sind jetzt schon attraktive Einstiegskurse, wenn du an den Erfolg des Ausbaus grünen und blauen Wasserstoff glaubst. Also so viel zu Air Products and Chemicals. Ich habe jetzt noch zwei andere Aktien, die sind nicht so ganz so kompliziert wie Air Products and Chemicals, wo man sich wirklich Gedanken machen sollte. Und zwar handelt es sich hier noch eher um Hochdividendenwerte. Und die erste Aktie habe ich hoch und runter genudelt, gefühlt im letzten Jahr. Dann habe ich mir eine Weile Pause mitgemacht und jetzt halte ich sie plötzlich wieder für interessant. Der Grund ist, oder die Aktie heißt Realty Income und die Aktie ist wieder deutlich zurückgekommen. In Realty Income Anleiheersatz gehen wir mal hier rein in die Performance auf ein Jahr vielleicht. Da seht ihr hier, da haben wir richtig Abverkauf gehabt, als die Übernahme von Spirit Realty Capital bekannt wurde, hat sich aber sofort wieder erhöht, habe ich auch ein Video dazu gemacht und jetzt ist der Aktienkurs wieder eingebrochen, 52 US-Dollar, entsprechend ist die Dividendenrendite wieder gestiegen, hier gab mal vor kurzem also die 6,5%, jetzt sind wir bei ungefähr 6%, aber die Erholung hat schon so weit fortgeschritten, zwischenzeitlich, dass es nur 5,3% gab. Warum halte ich Realty Income interessant? Anleiheersatz habe ich schon erwähnt. Prinzipiell, wenn die Zinsen fallen, dann steigt der Aktienkurs und dann gibt es schöne Kursgewinne und dann sinkt natürlich die Dividendenrendite. Und wenn der Aktienkurs hier fällt, weil die Zinsen steigen, beziehungsweise, und das ist jetzt der Fall, dass die Zinssenkungsfantasie, die Erwartung, dass die Zinsen sinken, wurde etwas enttäuscht. Man glaubt jetzt, dass die Zinsen erst ein bisschen später sinken und insbesondere deshalb auch der Kursanstieg hier. Und dazu möchte ich jetzt was sagen. Wir haben hier die Inflation, ihr wisst, hohe Inflation, hohe Zinsen, niedrige Inflation, tendenziell niedrige Zinsen. Ihr seht, dass die Inflation in den USA hier schon deutlich gesunken ist, soll jetzt bei 3,1% liegen, erwartet worden 2,9%, deshalb große Enttäuschung. Deshalb auch nochmal ein bisschen Gegenwind zu Realty Income, die auch noch Zinsen zahlen müssen übrigens, viel Fremdfinanzierung. Ich habe das schon so oft analysiert, dass ich gar nicht so arg ins Detail gehen möchte. Und diese 3,1% aber, die sind ja laut Elon Musk falsch, weil die Fed bzw. die Notenbank die Inflation mit veralteten Daten misst. Das sagt jetzt nicht nur der Elon Musk schon seit langem, sondern beispielsweise auch der Chef von Blackstone. Blackstone, fast so groß wie BlackRock, hört sich auch ähnlich an, ein sehr, sehr großer Vermögensverwalter und der größte private Immobilienbesitzer, also größte Immobilienbesitzer in den USA. Und in dem Interview mit der NZZ sagt er, Interview vom Januar, dass die
dass die amerikanische Notenbank die Inflation falsch misst, weil zu ungefähr einem Drittel geht die Entwicklung der Mietpreise in die Berechnung der Inflation rein und das macht die US-Notenbank völlig falsch. Sie wüssten als größter Immobilienbesitzer für Wohnimmobilien sehr wohl, wie sich das Niveau, das Mietniveau entwickelt. Und wenn man Preissteigerung in der Realität zwischen 0% und 1% hier bei den Mietpreisen. Und wenn man diese echte Mietpreisentwicklung einberechnet, dann kommt man auf 2% Inflation, nicht auf 3,x% Inflation. Und wenn das irgendwann auch die US-Notenbank mitkriegt, dann werden sie die Zinsen umso stärker senken. Das ist jetzt so meine Lesart. Und dann werden die Aktienkurse von Realty Income und anderen Hochdividendenaktien werden, gibt ja noch andere, deutlich anziehen. Deshalb halte ich das jetzt nochmal für eine theoretisch interessante Einstiegschance. Natürlich nur für diejenigen, die sich für solche Aktien erwerben können, also für Hochdividendenaktien. Kann man jetzt nochmal kurz schauen, was der faire Wert sagt von der Aktie. Blenden wir das Ganze hier ein, gehen wir noch so auf die 10 Jahre. Und für die Bewertung hier können wir es auch noch ein bisschen konservativer machen. Hier mit dem Corona-Crash, nach dem Motto, es wird nie mehr eingekauft, alles wird jetzt nur noch online gehen. Die Leute haben verlernt, einkaufen zu gehen. Sie suchen immer den Button, jetzt zum Bestellen auf Amazon und Co. Hat sich ja natürlich auch nicht bewahrheitet. Und wenn wir jetzt hier aber dann niedrigere Bewertungen nehmen, dann geht auch der faire Wert ein bisschen nach unten. Das kann man hier deutlich sehen. Haben wir hier trotzdem noch schönes Renditepotenzial. Hier wären sogar 16,3% aufs Jahr. Hätten dann hier einen fairen Wert von 71 US-Dollar. Die Aktie war schon deutlich höher bewertet. Also Realty Income könnte durchaus interessant sein. An der Stelle, wenn ihr mehr wissen wollt über das jeweilige Geschäftsmodell vom Unternehmen, wie die Aktie bewertet ist, ob es überhaupt eine Qualitätsaktie ist, es geht ja hier um Qualitätsaktien, wir haben neue Schnellchecks für euch gemacht. Programmiert und die sind alle kostenlos. Kommt hier beispielsweise drauf, wenn ihr hier auf die E-Sync klickt oder hier im Profil, hier Aktienprofil heißt der Schnellcheck. Und da könnt ihr dann hier sehen Realty Income. Und da seht ihr alles im Prinzip, was euch so als Aktionäre interessiert. Angefangen von, was machen sie? Ist es ein gutes Investment? Aktienkurs selbstverständlich. Für wen ist die Aktie geeignet? Ja, klar, Dividendenertrag. Und dann haben wir hier sogar noch hier Bewertungen drin. Und alles kostenlos. Verlinke ich natürlich gerne. So, nächste Aktie. Nächste Aktie braucht man auch nicht groß vorstellen. Philip Morris. Philip Morris ist der Primus der Tabakkonzerne. Während Altria, Imperial Brands, British American Tobacco riesige Abschreibungen in Milliardenbeträgen hinlegen musste, weil irgendwas nicht so geklappt hat, wie sie es vorgestellt hatten. Kommt Philip Morris bislang, und ich bin auch optimistisch bei Philip Morris, komplett um riesige Abschreibungen drumherum. Das zeigt einfach, dass wir hier eine andere Qualität haben von der Aktie. Ich habe die auch schon öfter analysiert. Sie sind Marktführer bei Risk-Reduced Products. Sie machen bereits jetzt im letzten Quartal 40% der Umsätze mit diesen Next-Generation Products. Sieht man auch in den Segmenten, wie stark das ist hier. 40% ist es momentan, auf letzte Geschäfte waren es auf 36% mit Risk-Reduced Products. Und es ist deutlich mehr als alle anderen. Sie sind im Prinzip ja auch sogar Technologieführer bei Risk-Reduced Products. Ach so, selbstverständlich, falls es euch interessiert. Die Dividendenrendite liegt jetzt bei 5,7%. Das ist unter dem, was es beispielsweise Imperial Brands oder British American Tobacco bringt. Aber Qualität hat in dem Fall auch eben seinen Preis. Weil ich auch hier davon ausgehe, dass die deutlich stärker wachsen werden als die anderen. Unter anderem, weil sie den US-Markt aufrollen können mit den Next Generation Products. Da waren sie lange Zeit nicht aktiv. Und auch der Kauf von Swedish Match wird mit Zuwachsraten von 60% in den USA, habe ich auch im Kopf, wird sich auszahlen. Also wer in die Tabakindustrie investieren will und da auf den Marktführer setzt, der setzt auf Philip Morris. Das ist gerade so meine Lesart. Wie gesagt, keine Kaufen, keine Verkaufsempfehlung. Also, was ich mal noch zeigen möchte, ist, also der Erfolg von den Next Generation Products hier oder Smoke-Free Products oder Risk-Reduced Products oder wie auch immer, hängt unter anderem damit zusammen. Habe ich euch mal mitgebracht und ich zeige euch mal, was das ist. Das hier ist IQOS und
Keine Sorge, ich selbst rauche nicht. Ach so, so geht das Ding auf. Dieses Etui ist quasi der Charger. Also es wird geladen, hat so einen USB-C-Anschluss, mit dem man es laden kann. Der ist hier, dann kann man es hier rausnehmen. Und dann gibt es hier diese kleine Packung. Und das ist als Sienna-Geschmacksrichtung. Und dann gibt es hier den kleinen Einsatz. Das ist dann das. Und dann steckt man dann da rein. Keine Sorge, ich werde es hier nicht, sonst ist es ja nicht mehr jugendfrei. Ich werde mir jetzt hier keine anzünden. Oh, jetzt geht's an hier. Seht ihr das? Jetzt geht's an. Und jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich dran ziehen und euch einnebeln. Also kostet 7 Euro, so eine Packung hier. Und ich kann euch versichern, das Zeug macht genauso süchtig wie Zigaretten. Auf jeden Fall habe ich das beobachten können in meinem näheren Dunstkreis. Und was man der Mann gesagt hat hier vom Tabakstand, der es wissen muss, die verkaufen sich deutlich besser als beispielsweise die Konkurrenzprodukte von British American Tobacco, weil sie ja so schön klein und leicht sind. Das ist schon die neueste Generation. Die muss man nicht mehr sauber machen, habe ich mir sagen lassen. Auch von jemandem, der es weiß. Früher musste man die sauber machen, noch so 3, 4 Sticks. Sonst hat es irgendwie schlechter geschmeckt. Und jetzt, ja, jetzt reinigt sich das Ding von ganz alleine. Ja, genau. Also so viel zu IQOS in der Praxis. Jetzt will ich mich wieder ein bisschen kleiner machen hier. Jetzt kommt wieder der Aktienfinder dann als eigentlicher Superstar. Jetzt machen wir noch die Bewertung rein. Dann gehen wir jetzt auf den fairen Wert hier. Und zappadapp. Und ihr seht, dass Tabakaktien, warum erstmal den fairen Wert, wie er out of the box ist. Und dann ist die ganze Tabakbranche ja in Ungnade gefallen, hier 2018, als dieser Abverkauf dann da auch stattfand. Deshalb machen wir jetzt eine konservativere Bewertung ab 2018, wo dann die Tabakbranche quasi abverkauft wurde. Dann seht ihr, dass der faire Wert deutlich nach unten geht. Was ihr hier auch seht, das ist von den Analysten, die schätzen jetzt, dass die, in Anführungszeichen, Durststrecke, wo der Gewinn nicht mehr erhöht werden konnte, dann jetzt auch vorbei ist und dann wieder anziehen soll. Käme es so, hätte man natürlich mit sehr hohen Renditen zu rechnen. Hier jährliche Renditen von knapp 17%. Man kann aber auch deutlich tiefer stapeln und den fairen Wert von 123, sagen wir mal, auf 110 Dollar zurücknehmen. 110 Dollar, das ist was wir auch schon mal erreicht hatten, hier 2022 beispielsweise. Und das wäre dann für Ende 2026 der Fall, also fast 3 Jahre, hätte man immer noch eine jährliche Rendite von 12,3%. Finde ich doch ganz sexy. Mehr zu Philipp Morris hier im Schnellcheck hier und auch in unserem Aktienprofil. Könnt ihr natürlich auch abrufen für Air Products and Chemicals. Könnt ihr auch nochmal ein bisschen was dazu lesen. So, das war's. 3 Dividendenaktien mit Rabatt. Falls ihr noch mehr Dividendenaktien mit Rabatt haben wollt, dann hier gibt es noch eine ganze Menge. Ist allerdings, wie ich schon sagte, Premium-Content. Lohnt sich natürlich selbstverständlich. Okay, danke fürs Zuschauen. Ihr könnt mir gerne euren Favoriten nennen. Könnt mir gerne auch sagen, welche Dividendenaktien mit Rabatt es sonst noch gibt und ihr auf dem Schirm habt. Happy to discuss. Danke fürs Zuschauen nochmal und bis zum nächsten Mal. Ciao.